in der Kirche, da sagen wir meistens dann die Predigt. Und die Ulrike hat so gesagt, der größte und längste Teil wird mit euren Konfirmationsbekenntnissen sein, das weiß ich überhaupt noch gar nicht. Also die nächsten 40 Minuten, die gehören jetzt mir. Es sei denn, die Martina dreht mir den Ton ab. Ja, das stimmt natürlich, das ist richtig. Gibt es welche, die in der Kirche jetzt schon? Da gibt es welche, die in der Kirche sitzen und die sich dann sagen, okay, also jetzt bei der Predigt, also ungefähr eine Viertelstunde habe ich jetzt Zeit und kann mal so über alles Mögliche in Ruhe nachdenken. Und wenn danach im Gottesdienst jemand fragt, über was habe ich denn gepredigt? Also so im Konfipass, ne, da stand das ja so drin, dass man mal aufschreiben soll, war aber Thema der Predigt gewesen. Oh Mann, da haben sich einige echt schwer getan, ist das noch? Über was haben die denn da bloß gesprochen? So, jetzt mache ich das aber mal genau andersrum. Ist das nicht eigentlich faszinierend, dass wir als Menschen in einem Raum sitzen, wo einer redet und ich kann die Ohren nicht zumachen, das geht nicht. Aber ich kann total auf Durchzug schalten. So dass ich danach wirklich nicht weiß, über was der eigentlich gesprochen hat. Wir hatten am Konfi-Seminar an einem Tag, zwar am zweiten Tag, gab es so kleine Karten. Ich habe davon hier mal eine Folie gemacht, Martina kann es einblenden. Da hieß es ausdrücklich, jeder von euch, jeder von uns ist wunderbar gemacht. Und dafür danken wir Gott. Und wir haben eben in der Lesung schon gehört, so wie es im ersten Buch der Bibel steht, in dem Buch Genesis, erstes Buch Mose, von der Erschaffung des Menschen und dass Gott gesagt hat, das ist eigentlich ein richtig gelungenes Exemplar. Und der Psalm sagt jetzt, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Für uns alle hier in der Kirche. Heute sprechen wir es natürlich ganz besonders euch zu. Wunderbar gemacht, und zwar auch mit dieser Fähigkeit, einfach auf Durchzug zu schalten. Das ist eine Möglichkeit, das geht natürlich auch durchaus anders. Man kann ja auch in Kommunikation treten, also sprich reagieren. Die einfachste Form der Kommunikation, dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht, das gucken wir uns mal an. Als erstes interessiert hätte, ich hätte gerne mal das Gegenüber gesehen, was dem Papagei das beigebracht hat, wenn da jemand sagt, ich bin schön. Also vielleicht ihr jetzt so heute beim Fertigmachen im Spiegel, aber vielleicht habt ihr auch gedacht, oh nee, da gefällt mir irgendwas noch nicht ganz. Doch, ihr seid schön, ihr seht alle sehr gut aus. Generell und heute natürlich nochmal besonders. Oder aber auch dieses, ich bin der Boss. Da muss man erstmal auf die Idee kommen, das einem Papageien beizubringen. Aber wieso machen die das eigentlich, diese ganz einfache Form der Kommunikation, die ja wirklich einfach etwas nachplappern? Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Also die Papageien, die so mit der Entdeckung der neuen Welt ab dem 16. Jahrhundert nach Europa kamen, die kommen eigentlich aus Südamerika und dort sind die in ihrem Umfeld und dort ahmen die einander nach und das gehört zu deren Balzverhalten dazu. Ja, muss man nicht verstehen, aber ist so. Und eigentlich sind die biologisch gar nicht so richtig gut drauf. Die können nämlich nicht so schön singen wie andere Singvögel, sondern die plappern mehr so vor sich hin. Und das ahmen die dann nach in ihrer Bezugsgruppe. Und wenn sich dann die Bezugsgruppe ändert, also sprich, wenn auf einmal Menschen Bezugsgruppe werden, dann plappern die halt die Menschen nach, weil das jetzt die neue Bezugsgruppe ist, und sie damit den Kontakt suchen.
einfach nachplappern. Die einfachste Form der Kommunikation. Und ich fürchte, das gibt es in unserer Zeit heute leider viel, viel mehr auch unter uns Menschen. Viel mehr, als es eigentlich gut wäre und als wir könnten. Denn wir können natürlich viel mehr als einfach nur nachplappern. Aber so in den Bubbles, in sozialen Medien. Wer von euch ist TikTok? Also jetzt hier gerade Konfis. Wer ist Instagram? Und alle, die es jetzt nicht gemeldet haben, sind weder noch, das kann ich mir nicht vorstellen, was haben wir noch? Snapchat? Also manche sind alles, die haben sich jetzt bei allem gemeldet, andere gar nicht. Also bei all den Dingern, wo auch immer, ist es ja so, dass ich ganz schnell, sobald ich irgendwie dort interagiere, bekomme ich das wiederum in meine Bubble reingespielt, was mich bestärkt. Also ganz schnell passiert da so ein wechselseitiges Nachplappern. Das wissen wir ja auch, welche wirklichen gesellschaftlichen Probleme das heute bedeuten kann. Und in Freundeskreisen, ja ehrlicherweise, ist es ja manchmal ganz ähnlich. Wir hatten ein wirklich tolles Beispiel in der Predigt heute vor einer Woche, wo in einem Beitrag das so mit drin war, dass es eine Freundin gab, die einfach so das nachgeplappert hat, was ihr Freundeskreis gesagt hat. Und es dann in der Predigt hieß, ich habe dann versucht, die zu ermutigen, doch eine eigene Haltung einzunehmen und das zu leben, was ihr selber wichtig ist. Und tatsächlich, wie gut ist das denn? Also wenn ich wirklich das lebe, was mir wichtig ist und nicht das lebe, was irgendeiner Peer Group, irgendeinem Freundeskreis wichtig ist und das einfach nur nachplapper. Früher war das so, dass Konfirmation, also das, was jetzt hier heute mit euch so ist, da war das die Schwelle zum Erwachsenenwerden und da war das der Tag eigentlich, ab dem ihr als erwachsene Menschen angesehen wurdet, mit allen Konsequenzen, die das hatte für eure Entscheidungen, für das, was ihr sagt und für das, was ihr tut. Heute ist das nicht so. Es ist so, ihr werdet auch in den nächsten Wochen weiter in die Schule gehen und das noch mehrere Jahre voraussichtlich. Also sprich, Konfirmation heute, das ist mehr so ein Haltepunkt auf dem Weg. So wie so ein Bahnhof, wo man hält und es dann aber weitergeht. Aber nichtsdestotrotz natürlich so ein Haltepunkt, an dem man sich das klar macht. Und ich glaube auch in euren Familien, die jetzt hier alle so hinter euch sitzen, dass sehr im Bewusstsein ist, meine Güte, was sind die groß geworden. Und wenn sie sich heute auch noch so rausgeputzt haben, dann sieht man das auch noch richtig. Ja, das ist zweifellos so. Und trotzdem ist es aber so eine Station und es geht ja dann weiter. Und dieses Weitergehen ist eigentlich eine gute Erinnerung daran, dass mit dem eigenständigen Leben und eben nicht nur einfach nachplappern, dass das bedeutet, dass ich mein ganzes Leben lang eigentlich immer am Suchen bin nach richtigen Entscheidungen. Nach meiner eigenen Meinung und Haltung und danach, wie ich das im Leben umsetzen kann. Und dann gilt aber auch das euer Leben lang. Ich habe die Folie da nochmal. Ich danke dir, Gott, dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Manchmal tut es gut, wenn mir das wirklich zugesagt wird, dass Gott Schöpfer ist. Mein Schöpfer. Und er mich so gewollt hat, wie ich bin. Manchmal tut es mir gut, wenn ich das zugesagt bekomme und ich da in den Spiegel gucken kann, vielleicht in einen etwas besseren als auf dieser Spiegelfolie, und dann sagen kann, ja, das gilt mir und das gilt nicht meinem Äußeren, sondern das gilt meiner ganzen Persönlichkeit. Gott sagt Ja zu dir und das ist das, was wir im Segen euch heute ausdrücklich zusprechen. Das ist das, was wir euch zusprechen, Gottes Segen. Gott sagt Ja zu euch. Ihr sagt Ja zu Gott und das tut ihr auch nicht, indem ihr uns einfach irgendwas nachplappert, was wir vorsagen und ihr dann sagt, jo, ist schon okay, sondern dass ihr euch selber Gedanken gemacht habt, was passt denn zu euch? Und ich weiß, für all die, die da hinter euch sitzen, ist das so tatsächlich Highlight des Gottesdienstes. Was hat denn unser Sohn, unsere Tochter, Enkeltochter, Patenkind, was hat der und die sich denn für Gedanken gemacht über den eigenen Glauben, über ihr Christsein? Und das ist das genaue Gegenteil von einem Papagei. Und auf dem Konfiseminar, das
kann ich euch bestätigen, habt ihr euch, manche super intensiv, andere eher ein bisschen, Gedanken darüber gemacht, wo ihr im Leben steht und was das auch mit dem lieben Gott und dem Glauben an ihn zu tun hat. Und das ist großartig. Macht dort weiter. Konfirmation als Haltepunkt, aber nicht als Endpunkt. Das ist eine Lebensaufgabe, immer wieder neu zu fragen. Das sage ich euch und das sage ich allen anderen hier heute in der Kirche auch. Gilt auch für mich als einer, der sozusagen für seine Verkündigung bezahlt wird. Was Gott für mich persönlich bedeutet, ist auch für mich immer wieder eine neue Frage und was das in meinem Alltag, in meinem Leben bedeutet. Gott sagt, ihr seid wunderbar gemacht. Und Gott sagt etwas weiteres. Gott verspricht euch auf all diesen Wegen, wo ihr nicht als Papageien, sondern als Menschen mit eigener Meinung, eigener Haltung unterwegs seid, dass ihr auf all diesen Wegen nicht alleine seid. Gott verspricht euch, an eurer Seite zu sein. Das sagen wir euch heute zu und wir sagen es in vielen anderen Gottesdiensten auch zu, indem wir Segen in die Gemeinde, aber auch ganz persönlich zusprechen. Nutzt das für euch. Lasst euch immer wieder neu bestärken auf diesem Weg als Christinnen und Christen. Dazu tatsächlich segne euch Gott. Amen. Unerschütterlich, hält deine Treue mich, du bleibst mir treu.